An der Tür hängt ein Schild Lagerung. Was wird denn hier gelagert? Dein Tod. Den vertrockneten Kräutern findest du diesen fast nichts besonders. Außer vertrockneten Kräutern. Außer vertrockneten Kräutern. Vertrocknete Kräuter. Vertrocknete Kräuter. Ich suche Pilze. Hier gibt es bestimmt noch Pilze, oder? Nein, aber Gegner, hey. Kräuter, vertrocknete Kräuter. Ah, was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Fast einige Kräuterpäckchen. Magiegegenstand. Will ich das mitnehmen? Gute Frage. Werfen wir mal den Gold weg, wir haben es ja. So, was ist denn da drin? Warte mal, kann ich die alle so mit? Jawohl, die kann ich stapeln. Kann ich die stapeln? Ich kann sie stapeln, geil. Nehmen wir sie alle mit. Da waren, glaube ich, zwar wahrscheinlich keine interessanten Kräuter drin, aber könnte sein, dass die Pilze oder so enthalten. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, aber hey, man darf ja noch träumen. Nein, ist verboten. Nach dem neuen Paragraphen 865 ist es verboten. So, ich hatte noch 20 Minuten zu spielen, sobald 12 Minuten mache ich noch ungefähr. Ich werde es wahrscheinlich. Dann muss ich morgen ausstehen. Ja. Früh. Ich muss noch Zeug erledigen. Gut, was heißt früh? Dass die mal überleben, diese Drecksäcke. Ich brauche wow, Blumen, nähert sich auch dem Tod. Ich habe noch Heiltränke, das ist gut. Die könnten mich jetzt hoffentlich retten, vielleicht. Ich habe auch schon mal mehr Schaden gemacht, ne? Grünier macht jetzt mehr Schaden mit seinem neuen Schwertchen. Er hat jetzt auch ein tolles Schildchen. Wie er völlig überzogen mächtig jetzt ist. Ich muss mich heilen, sehe ich gerade. Die machen immer so lang. Aua. Hört ihr auf, mich zu hauen? Ich hau euch doch auch nicht. Was soll das heißen? Das ist eine Lüge. Das ist kein Argument. Brauch mal Heilung. Letzte Heilung ist für mich. Der Rest muss sterben. Pech gehabt. Fängt schon mal. Ja, komm, ich brauche mehr, nicht weniger. Ich kann 6 mal draufschlagen. Hab eine Waffe, die 40 oder über 40 Schaden macht und trotzdem geht nichts. Wow, gut, dass ich mich geheilt habe. Macht aber keinen Schaden, sehr gut. Hätte ich doch mal Heiltränke kaufen sollen. Ach was. Wir schaffen es auch ohne Heiltränke. Wir müssen es schaffen. Ich habe gespeichert und alles. Oder ich muss das Backup laden. 3 Stunden bald neu spielen. Leckt mich, Spiel. Wir müssen das jetzt schaffen. Ja, 3 geht noch. 10. Ist nicht so schön. Heilen. Ich habe nur eine Heilung 4 für. Guck mal, wer hat jetzt für weniger? 182, 160, 110. Machen wir hier mal Heilung 4 auf mich. Das Beste muss zuerst geheilt werden. Scheiß Zwerge, jetzt hier doch eh kein Schwein. So. Vielleicht stirbt das Ding jetzt auch. Nein, gut. Nee. Dafür reicht Drogonis Kraft nicht aus. So, weg mit dem Vieh. 3, wirklich. 5, wow, komm schon. Also. So, sammeln wir gleich wieder Gold auf, bevor wir es einfach wegschmeißen. So wie restlich von dem Gold, das wir noch finden werden. Wahrscheinlich finde ich jetzt gleich wieder noch irgendwie Pilze oder so. Muss noch mehr. Ja, ich finde noch mehr. War ja klar. Heilpflanzen. Konnte man die Pflanzen machen? Ich weiß es nicht mehr. Konnte man die Pflanzen so roh fressen? Wahrscheinlich nicht. Ja, die sind sehr offensichtlich. Gefolgt vom leisen Summen. Surren, Summen. Leck mich am Arsch.
Gut, haben wir noch eine Treppe abgearbeitet. Fehlen noch drei. Apropos drei, hast du noch irgendwas zum Heilen? Nee, ich bin leer. Er ist leer. Gut, welchen Trank möchtest du benutzen? Wer soll geheilt werden? Boah, das, damit kann man arbeiten. Okay, das hat irgendwie gar nichts gebracht, sehr gut. So, was habe ich hier noch? Vergiftung, Blindheit, wer soll verwühlt werden? Da werde ich nachher auch noch mal irgendwann mit dem Mindestalter wegen backen. Macht das Spiel jetzt komplett kaputt. Ich sehe schon kommen, dass ich am Schluss es nicht durchspielen kann, weil ich es zu sehr verbuggt habe. Oder was heißt ich? Wieso ich? Ich bin nicht der Entwickler, ich habe hier nichts mit den Bugs zu tun. So, das war jetzt die Treppe. Zu welcher gehen wir als nächstes? Bleibt noch... Hier oben haben wir eins, zwei... Was? Nur noch zwei? Ich dachte, das wären noch drei. Ach nee. Wir haben ja schon ein... Gut, das heißt, wir gehen jetzt rüber und da dann runter. So, halt nicht... Jetzt drehe ich mich schon wie wild. So, da muss ich jetzt runter. Gucken, ob wir das hinbekommen. Nein. Ja, ich glaube auch nicht. Dann geradeaus weiter und die nächste wieder hoch. Alles wird gut. Das wird eine lange Aufnahmesession heute. Ich bin gerade falsch gelaufen, oder? Ja, ich bin irgendwie voll dran vorbeigelaufen. Wenn ich das jetzt geschafft habe. Achso, weil ich mich hier wieder drehe, natürlich. An den Treppen dreht man sich immer. Gut, zu dem Zeitpunkt hat man wahrscheinlich normal immer schon den Kompass. Wenn nicht, fickt einen das Spiel hier mal wieder voll ab. Ah! Ich habe das Gefühl, dieser Rittersaal der Burg, so wie es hier aussieht, ist ja schon seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt worden. An der Westwand des Raumes gibt es große Regale und auf diesen stehen hunderte von verzierten Weinpokalen. Als ihr die Pokale näher betrachtet, entdeckt ihr, dass sie aus humanoiden Schädeln gearbeitet sind. So, ich starte hier aus sicherheitshalben Gründen mal die Aufnahme neu. Mein Chat, lebt mein Chat noch? Ich weiß zwar nicht, gegen was ich jetzt kämpfe, aber... Achso, ja klar. Ich mache mal einen Test. Ich schreibe aber mal irgendwas in den Chat. So, ich streame gerade wieder deutlich länger, als ich wollte. So, und ich muss mich dann mal neu positionieren bald. GFHZ. Gefickheimzeug. Kennt jeder die Abkürzung? Ja, danke fürs Gespräch. Danke für keinen Schaden. Das ist natürlich die Frage, was wäre besser gewesen? Hätte ich mal den Schadenserhöhungstrankzeug gleichmäßig aufgeteilt oder so, wie ich es jetzt gemacht habe? Das ist eine interessante Frage. Ich will keine Antwort wissen. Dem Sieg schon so nahe. Komm schon. Glühbirn macht fast schon Schaden. Ich bin beeindruckt. Finde ich ihn komisch, weil sein anderes Schwert auch nicht viel schwächer war. Aber hey, ich will mich mal nicht beschweren. Kaum beschwere ich mich, ist es schon zu spät. Schon hört der Schaden wieder auf. Fällt mir eigentlich was nachher noch duschen. Auch noch. Das wird heute eine kurze Nacht. Au, 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 au. Au, au. Glühbirn, hier geht's nicht gut. Aber der hat die Lage unter Kontrolle. Die Lage ist unter Kontrolle. Hoffe ich, wenn das Vieh jetzt stirbt. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wobei er inzwischen auch eine recht lange Leiste hat, ne? Hey, Süße, soll ich dir mal meinen Lebensbalken zeigen? Hier in meiner Haus. hallo? Oh, ich wollte schon gerade sagen hier. Irgendwie habe ich keine Chat-Aktivitäten mehr. Chat, hab Aktivität, komm. Ich muss dem Chat mein Level-Up verpassen. Ich muss demnächst mal in die Gilde gehen. Ja. Dum, 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 dum.
muss auf jeden Fall mal nachgucken, wie viele Level-Ups ich haben kann. Ich will immer schneller sein als die Musik irgendwie. Ich bin nicht langsam genug für diese Musik. Und ich glaube, ich bin im falschen Raum. Also ich muss, glaube ich, jetzt die andere Treppe nehmen. Jetzt so spontan basiert auf der... Ich habe den fliehen geschickt? Was? Hab mich da verklickt? Ich habe mich verklickt. Ach, scheiße. Ich wollte den nicht fliehen. Fuck. Gut, jetzt bekommt er mal keine Erfahrungspunkte. Hey, warum auch? Erfahrungspunkte ist eh überbewertet. Was ist denn in der Kiste drin? Tränke? Tränke, Tränke, Tränke. Hier ist ein kleiner Schlüssel. Okay. Was seid ihr denn für welche? Skelette. Sieht aus wie Skelette, wisst ihr das? Du kommst ja nicht durch. Du bist nämlich scheiße und stinkst. Oh, ein Bett. Oh, perfekt. So, was ist in der Kiste? Eine Explosionsfalle. Boom. Ich höre das Geräusch einer brennenden. Kurz darauf ist es ein... Das war jetzt keine gute Idee. Was? Ach, benutze ich halt den Dietrich, leck mich. Mehr Gold und ein Schlüssel. Meisterschlüssel. Das Problem ist, die zwei sind jetzt blind, ne? Ja, das ist natürlich jetzt leicht ungünstig. Moment. Sie muss nichts sehen. Das ist Vergiftung, das ist Verjüngung. Okay, wir öffnen Dietrich. Jetzt ruhen ab sofort mit dem Dietrich. Immer mit dem Dietrich. Oh, ich kann sogar den Tisch ausnahmsweise mal angucken. Ein altes staubiges Buch. Irgendein Tagebuch, okay. Jetzt müssen wir nach unten laufen. Jetzt ist sie natürlich blind, das ist natürlich ganz toll. Aber dass sie ja nicht irgendwie in den Nahkampf gehen muss, ist das alles gar kein Problem. Ja. So, Glühwürne pariert, du greifst an und du greifst auch an. So, tschüss. Tschüss und wir leben immer noch. Oh Gott, ich hoffe, ich muss nicht durch den Sumpf zurück. Das wäre dann richtig übel. Wenn ich durch den Sumpf auch noch zurück muss. Das wäre ja. Dauert dem Spiel dazu. Parier eh alles, was du ihm entgegenwirfst. Bist nicht ansatzweise mächtig genug. Seine parierischen Fähigkeiten zu durchbrechen. Leckt der Stream eigentlich noch oder ist es inzwischen wieder besser geworden? Nein, es wird nie besser, denn deine Streams sind alle scheiße und stinken. So. Aua. 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 Oh, hat gar nicht getroffen. Aber jetzt. Ja, die Grübe hier parodiert alles weg. Das ist gar kein Ding für den. Parieren, okay. Ich klicke lieber jedes Mal Sicherheitsarbeit drauf. Nicht, dass meine Grübe hier bald wegstirbt. Überlebt natürlich. Diese Mistviecher, diese Hartnäckigen. Er lebt immer noch. Man merkt einen fehlenden Schaden richtig. Gut, Rubani hat Haufen Lebenspunkte, das ist schon mal gut. Oh. Mir fällt gerade auf, ich kann den Typen damit völlig überladen. Jetzt habe ich nämlich 22 Ziele. Richtig, richtig. Sehr gut. Was passiert überhaupt, wenn ich die identifiziere? Also ich habe die ja, glaube ich, schon identifiziert, aber ich meine jetzt so zu... Aua. Aua. Mama, der tut mir weh. Tu mal was.
So. Wir ärgern jetzt einfach mal ein bisschen die Gegner. Und mein Chat ist tot. Oh, das war vielleicht doch nicht so gut, Kübeln hier wegzuschicken. Parier mal. Wenn das noch nötig sein sollte. Was ich nicht glaube. Yeah, funky Musik. So, was haben wir denn hier noch so? Keine Geheimgänge, nichts? Nichts? Wirklich nichts? Nö, wirklich nichts. Ich muss ja schon. Nein. Hier ist einfach nur nichts. Nein, ich wollte nicht. Und wieder zurück. Hier sind ja noch Bücher, kann ich die irgendwie angucken? Als ihr eins der Bücher aus dem Regal nehmt, zerfällt das Buch sofort zu Staub. Das heißt nicht, dass es für alle gilt. Aber ich glaube, das heißt das. Das heißt das. Moment, ich habe den Schrank noch gar nicht überprüft. Nee. Ist auch nichts zum Überprüfen drin. Jetzt muss ich mal meine Gruppenaufstellung so ein bisschen überarbeiten. Irgendwann wird wahrscheinlich nämlich nochmal ein Endkampf kommen und da sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen was haben, dass ich dem Gegner entgegenwerfen kann. Bin gerade für 5 Minuten rausgeflogen. Ja, auf Twitch findet dich halt scheiße. Weil du stinkst und so. Hörst du die ganze Zeit als drin angezeigt. Auch eine schöne Sache. So, rüber und pariert erstmal alles weg. Kein Ding für den. So, mal gucken, wie gut die Strategie hier funktioniert. Wir blocken weiterhin. Ich sollte mal wieder speichern, ne? Für den Fall, dass doch mal irgendwas schief geht und plötzlich irgendeiner tot ist und ich den nicht wiederbeleben kann. Ja, pariert doch alles. Er püriert alles. Ist der Meister des Pürees. Vor allem, dass er nicht automatisch püriert und pariert, wenn er keine Befehle hat. Und das, was ihm erst doch direkt befehlen muss, das ist ja voll scheiße. Weil bei Angriff verstehe ich es ja doch, aber wenn er nichts tut. Funktioniert das auch mit Zaubern? Das ist eine interessante Frage. Wobei Zauber ja auf jeden gewirkt werden können. Man hat nicht mal ein anderes Symbol da oben. Psst. Mein Stream ist total über, Mann. Der wird von niemandem boykottiert. Jeder will meinen Stream gucken. Deswegen fliegen auch ständig alle 50.000 Zuschauer raus, weil ständig Twitch mit meinem Stream überlastet ist. So, und ich glaube, die Taktik könnt ihr für die Zukunft benutzen. Aber ich werde um halb... ich sag's schon wieder. Mein Plan ist, um halb Schluss zu machen. Ich streame jetzt schon eine Stunde länger, eine Stunde länger als ich wollte. Weiß auch nicht warum, aber Amberstar ist irgendwie schlimm. Ich weiß auch nicht warum. Es ist nicht mal gut. Das ist voll scheiße, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich spiele es nur so viel, damit ich endlich durch bin. Aber die Scheiße will nicht enden, das ist voll scheiße. Ja, greifst du mich nur an. Es ist mir doch scheißegal. Ich aktualisiere mal meine Twitch-Seite. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich schreibt jetzt gleich einer voll den tollen Kommentar und ich lese ihn nicht. So. Fail to load video. Ah, sehr gut. Das passiert dann, aha. Interessant. Loading Channel Data, Loading Video, Loading Chat. Und es passiert nicht viel. Sehr gut. Ich treffe ihn mit viel Schaden, das ist passiert. Au, es geht genau auf mich los, Mist Kerl. Ah, er lädt das Video wieder, okay. 300 Erfahrungspunkte.
Hier ist nichts. Was ist da? Noch mehr nichts. Ich vermute mal, hier muss ich noch den letzten Schalter gedrückt halten. Als ihr diesen Raum betretet, fährt euch ein Schrecken durch die Glieder. Überall im Raum liegen Skelette, denen der Schädel fehlt. Dafür liegt auf dem Tisch ein Schädel, der mit Edelsteinen geschmückt ist. Im Kamin des Raumes brennt ein kräftiges Feuer, in dem großen Fleischbrocken verbrannt werden. Der Geruch, der durch die Verbrennungen entsteht, lässt euch heftig die Nase rümpfen. Im Südwesten des Raums seht ihr eine geöffnete Fallgrube. Ah, mit der Fallgrube komme ich vermutlich wieder raus. Ich kann den Kopf anschauen, hey. Findest du Gemen? Wir hatten die Gemen. Du hast doch Gemen. Du hast doch die Gema, ne? Nehmen wir noch mehr Gema mit. So, jetzt lädt mein Chat natürlich nicht mehr.